Ja, hier stelle ich eine Weihnachtskette mit 175 LEDs vor. Weiter nach dem Intro. Ja, hier ist eine Lichterkette mit 175 LEDs. 7,5 Meter lang insgesamt, und dann öffnen wir doch jetzt mal den Karton und schauen wir mal rein. Ja, von allen Seiten nochmal durchsehen, ansehen. Steht in mehreren Sprachen. Ja, ist ein isolierter Stecker. Muss auch gut verschraubt werden. Und laut Verpackung hat das 8 verschiedene Funktionen, also Lichteffekte. Aber wir müssen das hier mal ein bisschen auseinandernehmen. Und versteht man mich hier auch? Ja. Ja, viel Fummelarbeit. So, dann muss ich hier noch eine Steckdose suchen. Ja, das ist der Steuerungskasten. Der ist auch isoliert, weil der hängt ja draußen. Denn es ist für Indoor und für Outdoor. Aber ich gehe mal davon aus, dass man das für draußen benutzt, zur Weihnachtszeit. So, Steckdose, wo bist du? Ja, da stecken wir jetzt drin. Wunderbar. Das hat Warmweiß und Kaltweiß, wie man so schön sehen kann. Jetzt drücken wir mal ein bisschen drauf rum. Das ist so ein Taster. Dann blinkt das mal ein bisschen schneller hin und her. Also jetzt so in diesem Haufen sieht man das dann klar nicht so deutlich. Der Preis lag so bei knapp gut 19 Euro. Das schwankt so zwischen 17 Euro plus Versandkosten und 30 Euro, je nachdem, wo man das kaufen möchte. Ich habe das vor Ort gekauft für 19 Euro. Und wollte das mal so kurz präsentieren und vorstellen. Falls man sowas noch nicht hat, für einen Balkon oder für ein Eigenheim. Sieht ganz gut aus. Also mir persönlich gefällt es. Und dann wünsche ich euch allen, na klar, eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Und kein Stress, wenn möglich. Ja, hier sieht man so die verschiedenen Modis. Schnelles Blinken, hin und her blinken, so Tropfenart, wie auch immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein Daumen hoch für die Ganz einfach kostenlos klicken.